5 Jahre ist es her, da merkte Lehramtsstudentin Lina plötzlich, irgendetwas stimmt hier nicht. Ich habe gemerkt, dass ich extrem viel Haare in der Bürste hatte früher. Auf dem Kopfkissen habe ich auch einfach oft Haare fallen, liegen sehen, in der Dusche. Natürlich verliert jeder Haare, aber ich fand, bei mir waren es schon extrem. Ich hatte auch schon Angst, dass ich irgendwann gar keine mehr auf dem Kopf habe. Aber die Veränderungen machen sich nicht nur äußerlich bemerkbar. Ich war immer wahnsinnig unkonzentriert. Ich konnte mir einfach nichts merken. Es fiel mir richtig schwer zu lernen für die Uni. Dann habe ich gemerkt, dass ich einfach morgens richtig, richtig lang brauche, um fit zu werden. Sobald ich mich hingelegt habe irgendwo, bin ich sofort eingeschlafen, so müde war ich, egal wie lange ich geschlafen habe. Ein unerträglicher Zustand für die damals 19-Jährige. Ratlos folgt der Gang zum Hausarzt. Verdacht, ihre Schilddrüse spielt verrückt. Der Hormonspezialist sieht aber keinen Handlungsbedarf. Diverse Arztbesuche später ist Lina immer noch ratlos. Im Uniklinikum Heidelberg hofft sie endlich auf Gewissheit. Die Schilddrüse ist die Spezialität von Dr. Lars Kiem, Oberarzt der Endokrinologie. Als erstes überprüft er die Schilddrüsenwerte im Blut der Studentin. Die deuten klar auf eine Unterfunktion des Organs hin. Den Hals möglichst lang machen. In der Ultraschalluntersuchung bestätigt sich Dr. Kiems Vermutung dann. Also jetzt kommt was Lustiges, und zwar macht eine Untersuchung, weil das Fernsehen da ist, von der Patientin, sie liegt vor ihm, und dann sieht man am Bildschirm ihre Schilddrüse. Und dann wird erklärt, dass dieses Bild, das sie jetzt hat, eine normale Schilddrüse ist. Das ist ihr Bild. Und damit extra nochmal eingeblendet, die Schilddrüse einer Frau, die an Hashimoto erkrankt ist. Das war womöglich ihr altes Bild. Und ich würde sagen, im Verlauf sieht man ja, sie erzählt ja, dass sie nur mal 25 Mikrogramm L-Tyroxin nimmt, das ist ungefähr ein Drittel des Tagesbedarfs, dass selbst unter der Gabe allein von L-Tyroxin es zu einem Heilungsvorgang gekommen ist. Das ist eben früher ihr sehr schlecht ging, und jetzt hat sie durch diesen Hormonersatz es geschafft, wieder in die Stabilität zu kommen, und ihre Schilddrüse sieht sehr schön aus im Ultraschall. Ist ein Heilungsvorgang. Was auffällt, ist ein relativ inhomogenes Binnenecho der Schilddrüse, ja, einfach so ein aufgerautes Bild der Schilddrüse, eben nicht homogen, sondern so ein bisschen grisselig. In fortgeschrittenen Stadien spricht man von Mottenfraß oder schöner, leopardenfellartigen Durchsetzungen. Das typische Bild einer Schilddrüse, die unter Beschuss von Hashimoto Thyreoiditis steht. Die Ursache? Linas Körper bildet fälschlicherweise Antikörper, die das Organ langfristig zerstören. Am Ende des Tages führt es dazu, dass die Patienten eine Unterfunktion entwickeln. Und die Unterfunktion ist das, was sie merken, macht die Klinik, das heißt Unwohlsein, Abgeschlagenheit, Haarausfall, so eine diffuse Symptomatik. Die eine rasche Diagnose oft erschwert. Lina ist also kein Einzelfall. Am Ende bleibt so eine ganz kleine Schilddrüse, die vielleicht noch diese Größe hätte im Vergleich, ja, also fast nichts. Für mich schon ein ziemlich komisches Gefühl, das zu sehen jetzt wirklich und nicht nur so erzählt zu bekommen. Und als ich das erste Mal das gesehen habe, wusste ich auch gar nicht so über die Krankheit Bescheid und dachte dann, meine Schilddrüse zerstört sich selbst und was bedeutet das überhaupt? Und dann hatte ich natürlich ziemlich viele Fragen. Also ich war schon ziemlich traurig erstmal im ersten Moment. So wie Lina geht es vielen Patienten. Für den Patienten ist es in der Tat schockierend, denn die Botschaft ist ja, sie verlieren eine Organfunktion, damit muss man erstmal umgehen. Mhm. Dass das aber auf der anderen Seite sehr, sehr gut zu therapieren ist, muss dann eigentlich immer gleich die zweite Botschaft sein. Wer nach dem Schlagwort Hashimoto sucht, findet einen Haufen von Informationen und halbwahre Prophezeiungen von verängstigten Leidensgenossen. Also im Internet habe ich auch viel recherchiert. Das macht einem schon ganz schön Angst, wenn man da genauer liest. Auch in solchen Foren, wo Menschen irgendwas schreiben, und auch über den Beruf später, ob man jetzt als Lehrer überhaupt arbeiten kann und verbeamtet wird mit der Krankheit und so weiter. Auch der Experte kennt den Hype um Hashimoto und warnt vor voreiligen Schlüssen. Nicht alles glauben, was überall geschrieben wird, sondern tatsächlich es auf die Fakten runterbrechen. Das ist alles handelbar, wenn es irgendwie in der Hand eines vernünftigen Experten ist und wenn der Patient das Ganze mitgeht und mündig ist und eben nicht sich von vielen, vielen Dingen in der Sekundärliteratur in Verzweiflung bringen lässt, sondern es ist alles machbar.
Balina mit Hilfe von Schilddrüsenhormonen in Form von Tabletten, die sie täglich einnehmen muss. Dr. Kiem hat die Studentin auf die für sie angemessene Dosis eingestellt. Insofern würde ich bei der, wie ist die aktuelle Dosis? Immer noch 25. Genau, würde ich genau bei der Dosis auch bleiben. Seit ihr richtig eingestellt ist, die Dosierung der Tabletten, geht es mir wirklich viel besser. Ich fühle mich viel, viel fitter. Ich verliere viel weniger Haare, finde ich, im Vergleich zu vorher. Einfach so mein allgemeines Wohlbefinden ist viel besser. Die Hormontabletten wird sie ihr Leben lang nehmen müssen. Aber so kann die junge Frau endlich wieder ihren Alltag meistern. Wir schauen uns mal ein paar Studien an zu dem Thema. Also vor 2 Jahren erschienen eine Studie darüber, dass es doch ein bisschen problematisch ist, wie wir mit Hashimoto umgehen und wie wir dann einfach L-Thyroxin verabreichen. Wir schreiben ihm hier, es ist praktisch, es ist günstig, aber obwohl man das damit ganz gut behandeln kann, bleiben Patienten immer noch in einem Stand, ja, schauen wir uns mal ein paar Untersuchungen zu dem Thema an. Zuerst mal zur Behandlung der Schilddrüsenunterfunktion. Kam vor 2 Jahren eine Studie raus, wo sie einfach sagen, L-Thyroxin ist halt die Therapie der Wahl weltweit bei Schilddrüsenunterfunktion. Aber sie sagen jetzt auch, da gibt es ein paar Gründe dafür, ne, dass es einfach schon lange gibt, die Therapie, dass man es einfach anwenden kann, dass es gut aufgenommen wird im Darm. Und dass es wenig kostet, das ist sicher ein ganz wichtiger Faktor. Aber da steht drin, obwohl das eben doch einen Effekt hat, also wenn man täglich das einnimmt, bleiben viele Patienten dann doch in einem Zustand der Unterfunktion aufgrund verschiedener Probleme. Zum Beispiel eine Autoimmungastritis, was viele Menschen mit Hashimoto haben, Störungen der Bauchspeicheldrüse, der Leber, Malabsorption ist schlecht, gibt oft andere Medikamente, mit denen das interagieren kann. Aber jetzt kommt der wichtigste Punkt. Es gibt einen Polymorphismus der Dehydrogenasen. Das sind Enzyme, die aus dem T4 dann T3, T2, T1 herstellen sollen. Ungefähr 27 Hormone, die aktiv sind. Und je länger die Stoffwechselschritte sind, desto weniger passiert das. Und das führt dazu, dass halt viele Menschen, die genetisch die Voraussetzungen haben, eben diese Dehydrogenasen nicht ausreichend vorhanden zu haben, die werden mit L-Thyroxin eher Beschwerden kriegen, weil sich unerwünschte Unterhormone anstauen. Das ist auch bekannt. Ne? Und dann gibt es das, was sie eben sagen, in zunehmendem Maße gibt es die sogenannte Non-Compliance, das heißt, die Menschen nehmen das L-Thyroxin nicht mehr. Sie wollen es nicht nehmen, sie hören auch auf, manchmal heimlich. Und deswegen hier eine Studie, die sagt, das ist eine ziemlich problematische Sache, weil es eben oft nicht gut funktioniert, weil es neue Beschwerden macht und es wäre schön, wenn es dann eine Alternative gäbe. Das heißt, man darf das nicht so darstellen wie, du kriegst dann die Tablette, dann ist alles gut. Nee, das Gegenteil ist der Fall, es gibt häufig Probleme. Und das ist nur eine der vielen Studien, die es da gibt. Dann interessant für mich, eine Frau, die eben kein L-Thyroxin nehmen wollte, aber sonst keine Hormone, 34 Jahre alt, die wurde da über 5 Monate begleitet. Und was haben die gemacht? Die haben relativ viel pflanzenreiche Ernährung gemacht, was ja, dafür gibt es ja eine Menge Evidenz, dass dann auch das Mikrobiom im Darm sich verändert, was günstig dann für Immunsystem wie auch für das Hormonsystem ist. Dass man reizende Nahrungsmittel wie Gluten zum Beispiel oder Soja reduziert hat, dass man eher hochwertige Fette genommen hat, eher vergorene Speisen und ein möglichst sauberes Wasser hat man genommen. Und dann hat man noch zusätzlich einiges zugeführt, wo man denkt, das könnte was helfen. Da waren auch Probiotika dabei, Magnesium, Coenzym Q10. Vitamin D3 natürlich, Vitamin B-Komplex. Also so eine Therapie, die es öfters gibt. Und das hat eben dieser Patientin sehr gut geholfen.
Sie hat dann sich viel besser gefühlt und auch die Leistung der Schilddrüse wieder besser. Das heißt, man kann zumindest in einer Einzelbeobachtung schon einiges ausrichten. Und da gibt es hier eine Studie in Polen, die studieren einiges da. Also die machen einige Untersuchungen zu Hashimoto und Schilddrüse und anderen Nahrungsergänzungsmitteln. Und die gehen der Lösung der Frage nach, was bringt es eigentlich, glutenfrei zu essen? Was ja bei uns als Hype abgetan wird. Sie haben aufgenommen 34 Frauen in die Studie, also ungefähr die Hälfte hat dann glutenfrei gegessen, über 6 Monate. Und die anderen haben einfach was so weiter gegessen wie normal. Und haben sie einfach den Verlauf untersucht und das fanden sie sehr interessant. Die Frauen, die glutenfrei gegessen haben, die haben deutlich reduzierte TPO-Antikörper, deren Vitamin D war angestiegen, ganz unabhängig davon, die haben gar kein Vitamin D eingenommen. Ne? Und dann gibt es diesen Spina-GT-Index, der zeigt an, wie viel Hormone jetzt die Schilddrüse wieder ausschütten kann, und der ist angestiegen. Das heißt, die Schilddrüse wurde auch leistungsfähiger durch die glutenfreie Ernährung. Und das lässt sich eben gut messen. Und so gesehen ist eine starke wissenschaftliche Evidenz hier drinnen, dass glutenfrei Essen effektiv ist bei Hashimoto. Zumindest in diesen Fällen. Dann hier eine andere Studie vor 3 Jahren auch in Polen gemacht, wo die sagen, es macht einen großen Unterschied, ist hier nicht drauf, aber es macht einen Unterschied, ob ich Jod, Vitamin D, Selen nehme. Es verbessert einfach den Verlauf der Hashimoto, es lindert den Verlauf. Ne? Dann wird mehr und mehr über die Zusammensetzung des Mikrobioms im Darm untersucht, auch in der Verbindung mit Hashimoto. Und es gibt einige Studien, die deutliche Hinweise geben, dass eine ungünstige Zusammensetzung mit Bakterien Bedeutung hat, dass eine Autoimmunkrankheit sich verschlechtern kann. Und es müsste eben jetzt näher untersucht werden. Und da gibt es einige Bestrebungen. Wenn ich günstige Bakterien zufüge, kann ich die Verläufe verbessern. Jetzt ein paar kleine Hinweise, dass eine Schilddrüsenmassage Vorteile hat. Und da gibt es in der Ukraine, hat das jemand untersucht. Und der hat eben im Hals-Nackenbereich Massagen gemacht. Und es hat sich gezeigt, dass die Schilddrüse anscheinend leistungsfähiger war, weil vorher hatten die Schilddrüsenunterfunktionsbeschwerden, und ohne dass man geändert hätte den Hormonersatz, hat man gesehen, dass die Schilddrüse leistungsfähiger wurde, also mehr aktive Hormone dann da waren und Beschwerden der Unterfunktion dadurch zurückgegangen sind. Dass man auch die Spiegel der Hormone, der Schilddrüsenhormone im Blut verbessern könnte. Und hier ein Blick in die Geschichte. Damals hat man ja erst experimentiert, das ist also vor über 100 Jahren gewesen, 1891, ne, 130 Jahre ist es schon. Und damals hat man schon, da gab es das Enteroxid noch nicht, aber man hat eben Experimente gemacht mit Schilddrüsentransplantation, mit der Einnahme von Schilddrüsenextrakt, was sich eben bis heute gehalten hat, gerade in Amerika. Und auch Injektionen von Schilddrüsengewebe in die Schilddrüse oder in die Schilddrüsenloge. Und haben eben hier berichtet von einem Fall, wo das effektiv war. Und in dem Fall haben sie eine Schilddrüsenmassage kombiniert mit der Injektion von Schilddrüsengewebe. Und tatsächlich konnte man dieser Frau sehr gut helfen. Sie hat die Periode dann wieder bekommen. Also die ganzen Beschwerden sind viel weniger geworden. Und ja, man war damals offen als heute. Ne? Wir haben sehr viel verloren an am Spektrum der Therapiemöglichkeiten, die wir für gut erachten. Jetzt noch etwas: In Russland haben die mit Akupunktur mal geschaut, kann ich die Schilddrüsenhormone damit beeinflussen? Im Fall hier hat man das TSH einfach gemessen. Das TSH ist hier ein Anhangs Hormon, das ausdrückt, wie der Körper einschätzt die Versorgung mit Schilddrüsenhormonen. Und wenn das eben zu wenig ist, dann würde das TSH ansteigen. Und da haben sie 27 Frauen gemacht, und die haben
Eigentlich geklagt über Gelenks- und Muskelbeschwerden, was oft bei Schilddrüsenunterfunktion der Fall ist. Und man hat gesehen, dass die eben erhöhte TSH-Werte hatten. Also die haben jetzt im Groben mal im Blut anscheinend normale Schilddrüsenhormone gehabt, aber das TSH war erhöht, als Ausdruck, es passt hier etwas nicht. Und dann haben die ein Schema gehabt, verschiedene energetisch befreiende Maßnahmen zu machen. Also es kommt aus der Akupunktur dann, aus der Reflex. Therapie hat man am Kopf gemacht, im Nacken gemacht. Und die 27 Frauen, die da eben untersucht wurden, die haben das 3, 4 Monate lang, also gab es dann zwei Anwendungs, Maßnahmen. Und sie sagen, es ging ihnen viel besser. Und interessanterweise ist das DSA dann in den Normbereich zurückgekehrt, in Verbindung mit einer Steigerung der Lebensqualität, sodass die sich einfach gesund gefühlt haben. Das heißt, die Akupunktur, die da gemacht wurde, ist jetzt eine andere Variante einer energetischen Methode, wo man eben auch versucht, ja, Blockaden aufzuheben, hat tatsächlich das beeinflussen können. Ja, kurzer Überblick über Möglichkeiten, die es gibt, eine Hashimoto zu beeinflussen, Schilddrüsenunterfunktion zu beeinflussen. Warum wird das nicht mehr gemacht? Warum bietet man das Menschen nicht mehr an? Sehr viele werden motiviert, sich eine Massage zum Beispiel täglich zu machen, um voranzukommen, um zur Heilung zu kommen. In Verbindung mit Nahrungsergänzungsmitteln, einer guten Ernährung, Ernährungsempfehlung. Ja, gibt viel, was man machen kann.